So, irgendetwas hat mich verlassen. Ich, jetzt gerade. Wir haben ein Sonderbonbon gefunden. Okay. Ich Idiot. Jetzt weiß ich, was ich gegen den mache. Verschwindet, Eindringlinge. Geist taucht auf. Das Synthscope hat den Geist identifiziert. Plötzlich haben wir einen Knogger, welches gar nicht mal ein Geist-Pokémon ist. Es hatte keine Wirkung. Deine Mutter war auch ein Knogger. Wieso? Das ist nicht fair. Aha. So, es gibt schade Knogger. Und jetzt können wir mit Pflanzenattacken unseren Ambush beginnen. Ein Volltreffer. Das ist aber ein schwaches Knogger, wenn ich das mal sagen darf. Das war ein Reinfall. Und ich hatte Sorgen. Der Geist war die rastlose Seele der Mutter eines Dragosso. Ihre Seele hat Frieden gefunden. Sie ist in das Jenseits eingekehrt. So, wir gehen zurück. Ah, jetzt habe ich immer noch Bartox vorne. Nee, hier drauf kann ich verzichten. Sir Buttington kommt nochmal nach vorne. Dann haben wir hier ein Nebulak. Machen wir einen normalen Flügelschlag. Der reicht. Nicht. Schade. Ein Konfusstrahl. Haben wir noch nicht genug gesehen von. Wir verwirren uns selber. Und wir sind nicht mehr verwirrt. Habe ich gerade eben gesagt, wir verwirren uns selber, wir verletzen uns selber. Wenn ich gesagt habe, wir verletzen uns selber, dann ist es egal. Ignoriert mich einfach. Ein weiteres Nebulak. Und oh mein Gott! Der Pokémon-Turm nervt brutal. Ja, die Attacke ging daneben. Das hat im ganzen Drama noch gefehlt. Nett ausgedrückt, Drama. Okay. Einmal über das Feld latschen, du hast einen geschützten Bereich betreten. Unsere Pokémon wurden geheilt. Dann hole ich Button nach vorne. Nee, nur Button. Weil ich gerade entschieden habe, bei den Pokémon-Kämpfen jetzt zu fliehen. So viele sind es ja nicht mehr. Da kann man das mal machen. Hat Button... Nee, Giftstachel hätte er aber. Sind wir mal alle ganz ehrlich. Nee. Giftstachel ist nix. Oh, die nerven so. Ich mach den Pokémon-Turm nicht gerne. An sich. Ich bin ein Riesenfan von Geist-Pokémon. Da gehört Gengar besonders dazu. Aber Mann! In der First Gen war der einfach. Das ist genauso schlimm wie. Surfen zur Zinnoberinsel oder durch den Felstunnel latschen. Das ist Horror. Aber jetzt gibt's wieder Rockets. Und das ist schön. Wir wissen, warum die Rockets hier sind. Hat nicht aufgepasst. Und dem würde ich einfach mal schleichwerbungsmäßig raten, mein
anderes Let's Play von Pokémon Blau anzuschauen. Zwinker, zwinker. So, aber jetzt grillen wir erstmal ein paar Zubats. Wieso hat der Erste es nicht geschafft? Aber der Zweite hat überlebt. Und wieso verletzen wir uns vor Verwirrung selber? Wieso finde ich das so kacke? Wieso? Ein Golbat, das ist perfekt für den Heilbat. Wow! Oh Golbat. Wieso ist dein Artwork so komisch gewesen? Der hat Schlitzaugen. Seine Zunge ist... Es hat nichts mit Länge zu tun. Wieso überlebt der? Au. Natürlich. Nichts wäre mir lieber. Jop. Was ist da dran so schwer, jemandem zu sagen, renn mit deinem Körper gegen ihn? Anscheinend viel. Und ich muss doch noch das Pokémon wechseln. Boah! Verwirrung ist für den Arsch! Blech. Ich möchte nie wieder verwirrt sein. Und einmal bis. Ach. Ich renne jetzt ganz sicher nicht mehr zurück. Ja, bitte gib auf. Los, verpiss dich. Raus hier! So, da war so ein alter Knacker, der behauptet hat, wir würden Pokémon quälen. Willst du meine Meinung hören? Eigentlich nicht. Hör mal, eigentlich nicht. Ein Smogon. Level 26. Oh, scheiße, ein Smogon. Smogon kann explodieren. Ich will's hier nur mal in den Raum stellen. Und er hat's aber nicht getan, das ist gut. Traumato. Wir bleiben. Wieso habe ich Biss gemacht? Puh, ich weiß es nicht. Hey, Konfusion. Oh, holy shit. Oh. Ja, ja, Kopfnuss ich auch. Wow, wow, wee, wow. Oh, holy Macaroni. Boah. Das ist... Das war... knapp. Und der letzte. Du wirst niemanden retten, Kleiner. Oh je. Vier Pokémon. Zubat Level 23. Das lobe ich mir. Puh, bin nur mit einem Schrecken davongekommen. Wow. Ich habe ganz vergessen, dass es eine Schwäche ist. Ich Idiot. Radfratz. Hyperzahn. Leck mich. Batik ist Level 34. Hm.
Level 36 entwickelt er sich, glaube ich. Oh yeah. Und dann haben wir einen Lord Buttington. König der Lüfte. Das ist nicht gut. Rusu Keep. Auch Radikal wurde vernichtet und noch ein Zubat. Donion Rings. Super schalmisch am Arsch. Like mich am Arsch. Da da di da da da. Kannst mich gern mal dran liken. Okay. Gut. Mount Fuji. Ist okay. Ich bin Freiwillig hier. Ich komm nicht her, um den Telefon zu knacken. Trotzdem danke. Komm mit in mein Clubhaus, das ist super geheim. Das ist ein normales Haus, Alter, Mann. Ich weiß. Edward. Bud. Ich hab Bud gesagt. Oh je. Dieser alte, senile Mann. Ich will keinen Platz für weitere Items. Ja, da hast du recht, alter Mann. Lass mich mal grad gucken. Nein. Noch 2000, das ist gar nicht mal so viel. Noch 400, das ist gar nicht mal so viel. Noch 1200, das ist noch weniger als das von Sir Buttington, das auch. Noch 2,7, das ist noch recht viel. Und 2,4. Aber niemand, wo ich sagen würde, der braucht jetzt unbedingt den Sonderbonbon, weil dann heben wir uns das auf. Für wenn Sir Buttington ein frisches Level hat. Willkommen im Pokémon Center. Perfekt. Okidoki. Dann würden wir mal sagen... ablegen. Und zwar brauchen wir keinen Aufwecker mehr. Wir brauchen den Liftöffner nicht mehr. Nein. Und das Sylph Scope brauchen wir nicht mehr. Oh, und die VM2. Item-Lagerungssystem ablegen. Nein, immer noch nicht. So. Kurzer gucken, X-Treffer verkaufe ich. VM2 fliegen können wir nämlich. Die Pokémon sind alle geheilt. Und tada. Du kannst deinen Pokédex nicht vollenden. Bla bla bla. Kannst mich gern mal begleiten. Pokeflöte. Schlafende Pokémon wachen auf, wenn sie das Spiel der Pokeflöte hören. Natürlich bin ich sofort ein Meister in diesem Instrument. Ich bin eben meisterhaft. So, John. Machen wir Fliegi Fliegi. Nach Prizzle Sizzle. Prizzle Sizzle. Ja. Und können wir jetzt nicht endlich den Tee holen?
Mau.